Okay, los. Jetzt möchte ich euch vorstellen, unsere zwei Vortragenden und einen sehr interessanten Talk. Angriffe auf Hardware und Chips angreifen auf sehr billige Art und Weise. Und ihr wisst ja, die Sachen gehen immer kleiner, die Chips werden immer kleiner und auch weniger teurer. Und hier geht es jetzt darum, Chips-Hackens, ohne sie kaputt zu machen, auseinanderzunehmen. Und das war halt eher schwierig. Und diese Leute hier auf der Bühne haben es eben noch billiger gemacht, so dass es nur noch 30 Euro oder so kostet. Bitte eine Runde Applaus für unsere Vortragenden. Hallo. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Sehr vielen Dank. Unser Talk ist über Hardware-Hacking, aber nicht diese Art von Hardware-Hacking, sondern auch nicht das. Laughter. Es ist mehr wie das hier. Hacking von Chips. Mikrocontroller und Mikroprozessor, sehr klein, sie sind... Und sie haben Schlüssel in dieser Hardware und wir wollen diese Geheimnisse, diese Keys extrahieren. Die Secret Keys oder die Passwörter. Und wie man daran kommt oder sie beeinflussen kann, aber ohne sie kaputt zu machen. Wer sind wir? Das ist mein Freund Raphael. Er ist super cool. Ich bin Ramino. Ich bin natürlich auch super cool. Und wir arbeiten in einer Firma, die sich damit beschäftigt, sich mit der Sicherheit von Chips beschäftigt. Aber wir machen das mit sehr teuren Werkzeugen. Natürlich sind wir auch cool. Wir haben sehr teure Werkzeuge. Wir haben Laser. Und wir machen Sachen kaputt. Natürlich ist das sehr teuer. Das ist nicht etwas, was man sich leisten kann. Dieser Vortrag geht nicht darum, wie wir das in unserer Firma kaputt machen oder, ja. Ja, wir sind total super. Sondern darum, wie man das billiger und zu Hause macht. Das ist natürlich noch besser. Nee, mach mal. Das ist jetzt eine der Sachen, wie kann man das umsetzen? Okay, wenn Sie das versuchen möchten, sind diese Werkzeuge normalerweise. Da braucht man mehr als 500.000 Euro, in der Regel viel mehr, oder man kann es billiger machen, dann kann man vielleicht auch mit 1.000 Arbeiten machen, man kann es vielleicht alte Sachen nehmen, gebrauchte Materialien kaufen, weil man ist in der noch um die 1.000 Euro. Und ich möchte euch zeigen, wie man das mit noch weniger macht. So, ungefähr den Preis für 5 Biers oder 5 Mateflaschen. Okay, die Idee ist, wie man Hardware sehr billig hacken kann. Und das ist super. Der Talk wurde für eine Stunde eingebracht, aber wir müssen es in 30 Minuten herunterbrechen und darum werden wir nicht über sehr technische Details reden. Also wenn Sie daran interessiert sind, dann können Sie einfach später zu dem spanischen Embassy und dann können Sie uns da die Informationen kriegen. Zuallererst ein Disclaimer. Was wir machen ist, wir haben nur mit Altmel und Sing gemacht und wir machen viele Vorträge darüber, wie man das billiger macht, wie man die Chips billig macht. Und wir wählen Chips, die sind. Und wir haben nur diese beiden benutzt, weil sie überall vorhanden sind und recht billig sind. Darum kann jeder damit einfach ausprobieren. Das, was wir hier machen, funktioniert wahrscheinlich auch auf anderen Chips, wie Microchip oder NXP oder Freescale. Also, nach diesem Vortrag bitte denkt nicht darüber, dass Atmel oder ST schlechter ist, sondern das ist bei allen gleich. Das ist ganz normale, reguläre Unsicherheiten und die sind überall. Unsicher, also normale CPUs sind einfach unsicher. Und es gibt welche, die schwer anzugreifen sind, aber in diesem Fall sind das normale Prozessoren und die sind in der Regel recht einfach zu hacken. Okay, zuallererst eine kleine Demo. Wir versuchen
einen Challenge-Response, für, also Frage-Antwort-Sache zu umgehen. Das wird in einem Auto benutzt, wenn man das Auto startet, dann nimmt man den Autoschlüssel und der hat so einen Knopf drauf, das ist so ein elektronischer Chip, und der hat einen Chip drin, der mit Funk arbeitet. Und der Anfrage, der kommt, dann erzeugt das Auto eine Zufallszahl und diese Zufallszahl ist die Anfrage und die wird zum Chip, dem Funkchip in dem Schlüssel weitergeschickt. Dieser Schlüssel nimmt eine Zufallszahl, verschlüsselt ist mit AES, mit der Anfrage und die Antwort geht zurück ans Auto. Und das Auto macht genau dasselbe mit demselben Schlüssel und mit der Zufallszahl, mit demselben Schlüssel und kriegt dann auch eine Zahl raus und dann schaut es die Antwort mit dem, was sie selber ausgerechnet hat. Und selbst wenn die Nummer gleich ist, dann benutzen beide Geräte denselben Schlüssel und dann kann man das Auto starten. Wie kann man diese Systeme einbrechen? Wir können versuchen, diesen Schlüssel wieder herauszukriegen. Das benutzt man normalerweise Seitenkanalangriffe. Das werden wir jetzt nicht machen. Ein anderer Weg, diese Challenge-Response-Systeme einzubrechen, ist diese Vergleich zu umgehen. Der Moment, wo der Autoprozessor den einen, die Antwort mit dem selbst berechneten Idee übermittelt. Wir wollen den Chip so verändern oder das Verhalten des Chips so verändern, dass wir das umgehen können. Dass er einfach, während er die beiden Nummern vergleicht, wird er aufhören und dann haben wir mit ein bisschen Glück, können wir versuchen, dass das Auto glaubt, dass die beiden Nummern gleich sind. Das ist, hat auch einen Namen. Leonard. It's Leonard from Arduino. And das ist unser Ziel und das könnt ihr auch zu Hause kaufen. Was wir benutzen wollen, ist Fault Injection, eine Technik, um die Spannung zu verändern. Wir verändern die Spannung und den Moment, wo der Vergleich scheitert, haben wir das Glück, dass wir was machen können. Aber um zu erklären, wie dieser Volt-Spannungsglitch funktioniert, muss ich ausholen. Stellt euch vor, in 40 Jahren, wenn man das Camp nahe der Fabrik packen würde, wenn man jetzt die Mate hätte, die direkt zu den verschiedenen Camps fließen würde, dann wären natürlich alle super happy und wir hätten Party die ganze Nacht. Aber ein böser Hacker hackt die Factory dann und dann hört die Mate auf zu fließen. Was passieren wird, ist, ohne den Fluss von Mate, und dann fangen natürlich die ganzen Camps an, ihren eigenen Vorrat an Mate zu benutzen, um die eigene Party aufrechtzuerhalten. Und dann trinken sie natürlich auch irgendwann. Aber irgendwann ist der Vorrat aufgebraucht und dann. Und was passiert dann mit den Hackern, wenn keine Mate mehr da ist? Dann fangen sie an zu schlafen. Also, die Party in den anderen Zelten hört auf, aber in anderen, wo noch Mate vorhanden ist, geht die Party weiter. Aber wenn die Mate-Fabrik dann wieder aktiviert wird, dann kommt wieder neue Mate. Die Zelte fangen dann wieder an zu feiern. Und Villages, die vorher geschlafen haben, sind wieder aktiv. Lasst uns austauschen. Lasst uns das CCC Camp mit einem Mikroprozessor austauschen. Und die Villages mit unterschiedlichen Komponenten eines Mikrocontrollers vergleichen. Mach mal. Und die zum Beispiel die algorithmisch-logische Unit und die Power Supply oder die Stromversorgung wird mit der Mate-Fabrik ausgetauscht und die unterschiedlichen Mate-Flaschen sind interne kleine
Capacitors oder kapazitative Gegenstände. Und die Matefluss ist der interne Widerstand. Weil der Chip wird so gemacht, dass gibt es kleine Speicher, wo ein bisschen Strom gespeichert werden kann. Wenn man die Stromversorgung entfernt, dann werden einige Module weiterhin funktionieren, aber manche werden, wenn man da die Stromversorgung ausschaltet, werden früher aufhören. Und die werden auch ausfallen, obwohl andere weiterhin funktionieren. Und das funktioniert so. Wir versuchen den Strom für einen sehr kleinen Echtzeitpunkt sehr schnell ausschalten. Und dann wird einer dieser Blocks nicht mehr funktionieren und er hat nicht mehr genug Strom. Aber der andere wird weiterhin funktionieren. Und auch wenn die Stromversorgung wieder da ist, dann hat dieses eine Element, das nicht mehr ordentlich funktioniert hat, dann wird es danach weiterhin funktionieren. Und wenn wir das in dem richtigen Moment machen, dann können wir Sachen machen, wie zum Beispiel Aufträge überspringen. Wir können sagen, hey, diese Sache soll nicht funktionieren. Oder wir können die Aufträge vom Computer, von dem Computer verändern. Und wir haben jetzt ein spezielles Gerät gemacht, das ist sehr einfach, um diese Angriffe durchführen zu können. Ein Chip-Zerstörer, und das ist so einfach. Das Ziel ist der Arduino, den werden wir angreifen. Die LPC Expresso ist ein Entwicklerboard für Entwickler, einen speziellen Controller, und wir haben einen nur 303 Widerstände, einen Transistor und weiterhin nichts. Dies ist der Board. Sie könnten auch jedes andere Board benutzen. Was man einziges mal machen muss, ist einen sehr schnellen Puls zu erstellen. Und damit schließt man dann den Transistor in dem richtigen Zeitpunkt. Und man benutzt dieses Board, aber man kann auch jedes andere benutzen. Wahrscheinlich haben sie irgendwie zu Hause eins rumliegen. Also irgendwelche Microcontroller-Boards. Die Kosten für den ganzen Sachen ist 20 Euro oder vielleicht sogar weniger. Am Ende haben wir so etwas. Wir werden zeigen, wie es funktioniert. Dies ist das Ergebnis von diesem Gerät. Wenn ich das Gerät laufen lasse, dann sieht man so eine Fallung in der Stromversorgung. Also die Stromversorgung ist stabil und dann in jedem Moment, den ich möchte, kann man einfach so ein kleines Loch in die Stromversorgung machen. Wenn es sehr tief ist, dann werden die ganzen Sachen, werden alle Module nicht mehr funktionieren, dann startet der Chip erneut. Und ich möchte aber nur, dass nur einige dieser Elemente stoppen. Da muss ich nur eine sehr kleines Delle in der Stromversorgung machen. Okay, jetzt fürs eine Demo ausprobieren. Also, weil wir nicht so viel Zeit haben, werde ich es einfach laufen lassen. Falls es euch interessiert, schaut einfach später vorbei und dann erzähle ich euch die Details. Aber könnt ihr den Bildschirm zurückmachen, die Folien oder den Desktop? Das ist die Umgebung. Es ist eine sehr einfache Freeware, wenn ich die Glitches machen will, dann kann ich festlegen, wie lang die Glitches sein sollen. Und da läuft ein Server, der die Zahlen generiert. Und dann versucht er halt diese Challenge, also die Schlüsselabfrage über die Zufallszahl abzufragen, und dann sendet er das zum Arduino und bekommt dann okay, wenn die Zahl richtig übergeben wurde. Andernfalls einen Fehler. Also werden wir jetzt das laufen lassen.
Es ist nicht so einfach. Entschuldigung. Okay, jetzt. Jetzt fragt mich das Programm, wie lange ich die Glitches haben will, wann ich sie haben will. Ich habe jetzt die Parameter übergeben. Ich weiß von diesem Parameter, dass sie funktionieren. Wir mussten sie erstmal tunen. Und um herauszufinden, wann man sie senden muss, um die richtige Antwort herauszufordern. Und man muss einfach viel rumprobieren. Und dann fange ich an, die Glitches zu senden. Ich versuche halt, einen Glitch auszulösen. Ich kriege die Antwort vom Arduino und sehe halt. Ja. Hier haben wir, sehen wir. Ich starte zu glitchen. Wir kriegen eine Challenge, also wir senden, kriegen einfach irgendeine Antwort. Ich lese die Antwort des Arduinos zurück und sehen, wir haben einen Fehler. Also starte ich das Report neu. Da versuche ich es erneut und irgendwann kriege ich okay. Also habe ich das diesen Vergleich umgangen. Und das funktioniert nicht immer. Mit diesem Aufbau und diesem Arduino habe ich 30-50% Chance, das zu knacken. Also. Jetzt reden wir über eine andere Angriffsart. Könnt ihr mich alle hören? Ja, super. Können wir ein anderes Video kriegen? Ja, danke. Hey, lasst uns Kryptographie angreifen. Okay, so. Lasst uns dir erklären, wie man Geräte wie zum Beispiel einen Schlüssel, einen Keyfob ausprobieren kann. Werde ich einen anderen Angriff anzeigen. Erklären, wie man in diesem Fall Kryptographie angreift. In diesem Fall RSA. Und RSA wird einfach überall benutzt und die digitalen Signaturen bei Bankländern, bei PGP, für SSL-Logins, wenn man kein Passwort benutzt, SSH-Logins. Wenn man RSA vergleicht, dann sieht man, dass RSA sehr elegant ist. Ist ein sehr schönes Design, aber es hat ein Problem. Es ist ja recht langsam. Und die meisten Implikationen haben sie es optimiert und eine dieser Lieblingsoptimierungen ist dieses RSA-CRT, Chinese Rest Theory, und das ist eine spezielle Theorie, mit dass man RSA viermal schneller berechnet. Das ist sehr unters, weil das Bild mit den Pinguinen, es ist schneller, aber es ist auch ein bisschen gefährlich. Es ist nicht schön, einen Pinguin mit einer Rakete zu haben. Also, das ist der Angriff, den ich machen möchte. Das ist der differenzielle Fehlerangriff an RSA-CRT. Hier sieht man die Mathematik, aber ich hasse Mathe. Also, wie funktionieren die? Ich möchte nicht nur die ganzen Mathematikdetails anzeigen, sondern es sind nur drei Schritte und es ist sehr einfach zu zeigen. Das erste ist, wir müssen eine fehlerhafte Signatur kriegen. Also, die Signatur, das Gerät mit einem Angriff mit dieser und wir brauchen nur eine falsche Signatur. Wenn ich einmal Erfolg habe, dann habe ich Glück. Dann brauche ich die normale Signatur. Das hat einen Stern, weil das häufig optional ist, wenn man die Nachricht hat. Und wie es funktioniert ist, ich möchte den größten gemeinsamen Teiler kriegen und den Unterschied zwischen dem falschen und der normalen Nachricht. Und ich verändere einfach nur den Unterschied zwischen den beiden. Und das Result, das Ergebnis ist der geheime Schlüssel. Also mit nur einem einzigen Fehler kriegen wir das. Okay, jetzt stellt uns vor, dass 2, die normale Signatur, ist oft nicht benötigt, wenn man die Nachricht hat.
Okay, hier, wie kriegen wir den Fehler heilen? Mir reicht diese Idee von diesem Raspberry Pi, der jetzt abstürzt, wenn man ein Bild davon macht. Ja, die Idee ist, wie viele Sachen sind angreifbar gegen von Licht und nicht nur die Gremlins. Also ein kleines Video, wie Gremlins mit sowas umgehen. Also, wenn man ein Bild von einem Gremlin macht, dann macht es sowas. Sie sterben. Was wir jetzt mit dem Chip machen wollen, ist was sehr Ähnliches. Okay? Also, optische Fehlerinjektion ist... Also, Silikongeräte, also die ganzen Chips werden aus Silikon gemacht und die, wenn Licht drauf kommt, dann lassen die Chips auf einmal, dann lassen die Transistoren auf einmal Strom durch und dann kommt das ein Fehler dabei raus. Der interessante Fall ist, dass wir diesen Chip dabei öffnen müssen. In dem Fall ist eine Webseite, wie man zu Hause Chips öffnen kann. Normalerweise braucht man hierfür eine Säure und wir brauchen eine Hotplate und wir brauchen Aceton, das Ganze auszuwaschen. Und wenn man da hingeht, sieht man ein Video. Ist nicht sonderlich kompliziert, aber sehr wichtig. Es ist sehr gefährlich. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass ihr euch gegenseitig verbrennt oder euch selber verbrennt. Ihr seid auf euch selbst gestellt und es kann sehr schief laufen. Das könnt ihr machen, aber ihr könnt es machen. Okay. Wie funktioniert das? Um einen Chip zu öffnen, braucht man Aceton, man braucht Glas, das kann man irgendwo klein, man kann auch vielleicht die Koch aus der Küche benutzen, wir brauchen eine Kamera mit einem Licht, mit einem Blitzlicht, das kann man auch aushalten, der Gesamtangriff ist vielleicht nur 9 Euro. Wir brauchen nur einen Chip und einen offenen Chip und eine Kamera. Und das, beim Raspberry Pi war das Paket schon einfach offen. Okay, lass uns die Demo durchführen. Also ich habe hier den Aufbau. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt auf diesem Bild. Ich versuche den das Stativ ein bisschen zu bewegen. Okay, hier, ja. Lass uns das hier hinschieben, ohne dass das kaputt geht. Okay. Also hier, was ihr hier sehen könnt, ist der Mikrocontroller. Es ist verbunden zu meinem Computer mit einem speziellen Kabel, einem seriellen Kabel. Und immer wenn ich eine Nachricht schicke, und was jetzt passiert, dass es abstürzt. Also, ich werde jetzt anfangen, Nachrichten zu diesem Gerät zu schicken. Und dieses Gerät wird alle Sachen signieren. Man muss nicht immer dieselbe Nachricht schicken. Wenn man den Videofeed, der Videofeed, und hier signiert das Gerät die Nachricht. Das sind diese riesigen Antworten. Das sind RSA 24 Bits. 1024 Bit und wir kriegen die ganzen Antworten. Disclaimer. Wenn jemand Epilepsie hat, dann jetzt die Augen zu machen. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr es habt, werdet ihr es jetzt rauskriegen. Das ist ein ganz normaler Blitz von einer Kamera. Und das ist ein folgender Angriff. Während das Gerät RSA berechnet, werde ich einfach nur den Blitz auslösen. Okay, und diese Entfernung ignoriert das Gerät ganz einfach, was ich mache. Aber wenn ich zu nah dran gehe, ich den Blitz auslöse, was dann passiert, ist, dass Folgendes passiert. Was ihr jetzt hier sehen könnt, ist, dass ich eine gelbe Zeile bekomme. Also das Gerät stürzt gerade ab, weil ich so viel Energie auf das Gerät geschossen habe, dass das Gerät einfach aufgibt. Und dieses Angriff ist einfach so dumm, wie eine Kamera nehmen, das Ding ausrechnet und ich hoffe, dass die Demo-Gods mir helfen. Wenn ich die richtig mache, dann wird es nicht zu sehr abstürzen. Okay, und ich hoffe, dass ich eine korrupte Nachricht kriege, aber keinen Crash. Okay, wir müssen nochmal probieren. Lass uns hoffen. Es wird irgendwie passieren, irgendwann, wir haben noch genug Zeit. Das ist jetzt der Demo-Effekt. Ich werde es noch dreimal weiteres Mal probieren, aber wenn es nicht funktioniert, dann habe ich noch eine Backup. Also bitte, lass es funktionieren. Noch ein letztes Mal. Okay. Bitte funktioniere. Ist doch schön, wenn es funktioniert. Okay, letzter Versuch. Letzten zwei. Ja, ich cheate ein bisschen. Okay. Letzte.
Ah. Lilch! Okay. Also normalerweise funktioniert es ja einem der ersten Male, aber die Demos sind so ein bisschen problematisch. Lilch. Und letztes. Okay. Es ist halt nicht funktioniert. Also, jetzt, wenn das Demo-Gods nicht nett zu mir waren, wird dieses Ding nur gecrashed oder wir mussten es neu starten. Oder ganz normal hat es funktioniert. Was passiert ist, dass wenn das Ding, ich habe das gerade gemacht, bevor ich hierher gekommen bin, wenn man das normalerweise probiert, dann kann es mal passieren, dass wenn man den richtigen Punkt dann im richtigen Moment macht und anstelle der gelbe Zeile zu bekommen, wenn wir einfach nur Nullen ankommen, kriegt man eine, in diesem Fall eine rote Zeile. Und trippt es, ich habe das einfach eine korrupte Antwort. Aber es ist nicht nur ein Fehler, sondern es ist nur ein spezieller Fehler, wo man diesen, wenn man diese falsche Nachricht mit einer normalen Nachricht verarbeitet, dann kann man dann kann man mit diesem einen Fehler die Nachricht kriegen. Dann muss man Folgendes machen, man nimmt diese Berechnung und dann lasse ich die Mathematik drüber laufen und was danach rauskommt ist, ich nehme den Modulo, ich nehme den öffentlichen Schlüssel, ich berechne den größten gemeinsamen Teiler und was man dann als Ergebnis kriegt, ist, was man jetzt sieht im Output. Ich kriege den ganzen RSA-Schlüssel. Dieses 1024 Bits und das kriegen wir sofort raus. Ich denke, wir haben noch mehr Zeit für Fragen. Unglücklicherweise haben wir einen sehr strengen Zeitplan, aber für eine Frage haben wir noch Zeit. Bitte geht zu dem Mikrofon und wenn ihr eine Frage habt, gibt es Fragen? Eine Frage, bitte. Ihr habt die AVR-ATMEL-basierte Attacke demonstriert. Ich weiß, dass sie eine Power Brownout Detection haben, diese Hardware. Und also die haben eine Detection, wenn die das versuchen zu flashen. Das ist hier ein ARM-Core, so, also in diesem Fall kriegt man den Chip in einem Zustand, der unbekannt ist, undefiniert. Der Trick ist, die richtigen Parameter zu finden. Und die Glitches funktionieren halt dann trotzdem. Okay. Ein großer Applaus für die beiden.